Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. Ja, wir kommen zum Aufbau von Black Angel und wie ihr es gewohnt seid, zeige ich euch natürlich erstmal, was so alles in dem Karton drin ist und sage ein bisschen was dazu. So eine Art Unboxing, sage ich jetzt mal. Und danach zeige ich natürlich den Spielaufbau und wenn ihr Lust zu habt, gibt es natürlich dann im nächsten Video auch noch die Regeln. Ja, viel Spaß beim Schauen. So, kommen wir zur Box. Die Box ist schon mal auf jeden Fall wirklich schön dick und da ist wirklich auch was dran. Und ich zeige euch auch mal hier, ich habe auch hier meinen orangen Aufkleber, der morgen dann endlich auch wegkommt. Das heißt, wieder zwei orangene Aufkleber, die wir bekommen. Ihr wisst vielleicht, orange bedeutet, ich habe die Spiele noch nicht gespielt und ich bin natürlich immer froh, wenn ich einen von diesen Aufklebern wegbekomme. Ja, dann haben wir hier die Anleitung. Die Anleitung ist auch wieder sehr gut gemacht. Sie ist gut strukturiert. Man muss nicht groß hin und her blättern. Man hat wirklich eigentlich die Sachen komplett so. Das kann man so suchen. Wenn man was sucht, findet man es eben genau da, wo man es braucht, sage ich jetzt mal. Bei manchen Anleitungen ist es ja wirklich so, oh, wo stand das jetzt nochmal, wo stand das jetzt nochmal. Das ist hier klar strukturiert, gut gemacht. Man findet sich sehr gut zurecht. Hier hinten habe ich noch die Zweispieler-Variante. Also ändert sich noch ein bisschen was. Ich habe meine Solo-Variante und ich habe einfach auch nochmal eine Variante für Fortgeschrittene. Und ja, wie gesagt, kommt man wirklich gut zurecht. Auch der Solo-Modus lässt sich da gut spielen mit, also eigentlich auch kein Thema. Was man auch nochmal hat, was ich schön finde, dass es dann nicht unbedingt auch nur in der Anleitung mit drin ist, sondern das kann man sich einfach so ein bisschen nebenher legen, sind eben die Auftragskarten und die Symbolik einfach, was bedeutet. Finde ich ganz gut gemacht. Ja, und dann kommen wir gleich zum Spielplan. Das ist so ein bisschen das, was mich abgeschreckt hat am Anfang. So ein bisschen dieses Rosane hier drumrum, aber wenn man sich mal vor sich hat, dann weiß man auch, warum das so ist und ist eigentlich ist es ganz gut gemacht. Also wie gesagt, hier mein Spielplan, den lege ich ja dann nachher auch aus. Der ist auch gar nicht so groß. Trotz allem nimmt dieses Spiel recht viel Platz weg, weil hier habe ich nämlich auch noch die Weltraumteile. Das werde ich im Aufbau jetzt ein bisschen anders machen. Die kommen normalerweise oberhalb des Spielplans hin. Dann wird es hier aber ein bisschen blöd, um alles zu sehen. Deswegen werde ich sie daneben legen. Wir werden es morgen natürlich so spielen, dass sie oberhalb liegen. Dann liegt aber der Spielplan halt wahrscheinlich so rum aus. Das müssen wir mal noch gucken, wie wir es machen. Ja, also wie gesagt, hier sind die ganzen Weltraumteile. Und dann haben wir unsere Spielertableaus. Eines davon lege ich mir jetzt auch schon mal einfach mal daher. Das zeige ich euch ja nachher genauer. Und was ich auch ganz gut finde und ganz geschickt finde, wir haben hier unsere Aktionskarten. Das heißt, also hier können wir natürlich sehen, wie laufen die Aktionen ab. Und hinten drauf nochmal die Zugsequenzen. Da ist es eigentlich gut erklärt. Ich habe ja beim Wer wie was auch schon gesagt, man sieht hier einfach Ian O'Toole. Es ist sehr straight, es ist fast so technisch von der Zeichnung her, aber hat natürlich immer den Vorteil, ich weiß sofort, was gemeint ist. Also, wenn ich das Spiel ein paar Minuten gespielt habe, habe ich die Symbolik wirklich drauf. Und das Gute finde ich an denen, sie haben auch die Nummerierung für die Spieler. Also das heißt 1, 2, 3, 4. Und ich sehe hier auch gleich, welcher Spieler welchen Boni am Anfang bekommt. Auch das finde ich echt gut gemacht. Und ja, somit haben die Karten nicht nur den Zweck, dass ich sie einfach hinlege, um zu gucken, sondern sie haben auch noch den Zweck, dass ich halt die Stadt Bonus sehe und auch noch sehe, Spielernummer, wie viel ich denn bin. Also das finde ich ganz gut. Ja, und ansonsten, sagen wir mal, ist es so ein bisschen das Übliche. Wir haben hier die Black Angel. Das ist das Raumschiff, mit dem wir fliegen, beziehungsweise wir fliegen ja nicht mehr oder weniger nicht damit, sondern wir leiten ja die Automatisierung. Steckt man hier so schön zusammen. Das ist so ein bisschen, irgendwie geht das immer wieder auf. Aber es gibt eine Richtung, da passt's. Ich glaube, so rum. Ne, so rum geht es irgendwie gar nicht. Doch, so rum geht es. So, ne, habe ich hier dann hier so die Black Angel. Gut, und ansonsten habe ich hier halt eben mein Spielermaterial und habe hier meine Roboter, habe hier ein paar Scheiben und habe hier Technologieplättchen. Habe auch hier natürlich weitere Technologieplättchen. Habe hier ein paar Karten, Ressourcen und hier drüben eben die Würfel, um die es nachher geht. Ja, das ist so in dem Karton drin und ich würde einfach sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem Aufbau an. So, stelle es einfach mal hier zur Seite und dann fangen wir an.
Als erstes legen wir natürlich den Spielplan aus. So, und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen gucken, dass der gescheit liegt, dass ihr das ganz gut sehen könnt alles. Und ja, das passt so. Und nebendran legen wir die Weltraumteile hin. Und ich mache das jetzt so, für zwei Spieler sind es normalerweise 5 Weltraumteile und für 3 Spieler 7. Ich mache es einfach so, dass ich einfach 7 Weltraumteile nehme. Und bei den Weltraumteilen ist es so, es ist vollkommen egal, welche Seite ihr nehmt. Also ihr müsst nicht gucken, was da steht oder sowas, sondern ihr fangt einfach an hier. Wie gesagt, normalerweise, zeige ich euch ganz kurz, das sieht man auch in der Grafik hier, normalerweise wird das hier einfach, wie gesagt, fortgeführt und nach oben durchgesetzt. Und dann habe ich aber wirklich einen sehr, sehr langen Spielplan, der jetzt für das Video einfach ein bisschen ungeschickt ist. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal hier. Und ihr seht, das wird dann schon wirklich recht groß. Und das ist jetzt eben der Aufbau für 3 bis 4 Spieler. Ich schiebe das noch ein bisschen nach unten. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, die komplette den Weltraumplan. Und hier drüben habt ihr eben den Spielplan. So, jetzt kommt noch was auf den Weltraum, auf die Weltraumteile. Deswegen schiebe ich das Ganze so noch mal ein ganz kleines Stück rüber. Und das mache ich so, damit ihr das nämlich seht. Und zwar nicht so einfach, alles hier drauf zu kriegen. Dieses SPES, also dieses, das ist im Endeffekt der Planet, zu dem wir wollen. Dieses Blättchen kommt hier hinten ganz oben auf das letzte Feld hier, auf die Zahl hier oben drauf. Das braucht ihr dann später. Das ist im Endeffekt mit das Teil, das dann nachher so die Sieg oder das Ende mit einläutet. Gut, was wir jetzt mal als nächstes machen, ich wollte euch das nur gleich zeigen, deswegen schiebe ich das nämlich wieder gleich ein bisschen rüber. Was wir als nächstes machen, sind die Würfel auslegen, und zwar pro Spieler. Also beziehungsweise bei 2 Spielern legen wir eben nur 4 Würfel aus, bei 3 Spielern legen wir 5 Würfel aus. Und ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt einfach mal für 3 Spieler, und das heißt, ich lege jetzt für jede Farbe 5 Würfel hier in diese Bereiche. Das sind die allgemeinen Würfelbereiche. Das, ihr seht, hier bleiben dann jetzt nochmal jeweils ein Würfel übrig. Und die mache ich dann erstmal weg. So, und jetzt nehme ich mir hier noch die Black Angel. Das ist ja das Schiff mit dem Verfliegen. Und das ist hier so gemacht, das ist die Black Angel. Das ist sozusagen das Innere im Endeffekt der Black Angel. Und hier auf dem Plan fliegt dann die Black Angel dem Ort entgegen, den wir ja ansteuern. Das heißt, der kommt auf die Mitte des Plans. Das heißt, ich habe jetzt hier 7 Planteile liegen, kommt also das Ganze hier auf den 4. Planteil in die Mitte, und die Black Angel fliegt auch immer diese weiße Linie entlang auf der Mitte. Also die fliegt irgendwie nicht nach rechts oder links, sondern fliegt eben auf dieser Mitte einfach weiter. Ja, dann haben wir die Technologieplättchen. Die haben wir hier. Die sind hier schon farbig sortiert. So sollten sie auch sein. Und ihr habt auf diesen Technologieplättchen 2 Seiten. Es gibt einmal die Standardseite, das ist die hier. Die ist auch leicht zu unterscheiden, weil da habe ich wirklich nur die Farbe. Und ich habe auf der anderen Seite eben noch die Seite für den Expertenmodus sozusagen oder für den erweiterten Modus. Und das machen wir jetzt aber nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach die Seite erklären. Ich lege die Blättchen jetzt nach innen und nicht nach außen, damit ihr es einfach komplett seht, und decke jetzt hier ein bisschen das Feld zu, aber das ist ja nicht schlimm. Und die könnt ihr eigentlich auch hinlegen, wo ihr wollt. Also die kommen hier unten an diese 3 Stellen mehr oder weniger. Ob ihr die weiter oben setzt oder weiter unten, ist vollkommen egal, weil das ist nicht wichtig, ob die an Stelle 1, 2 oder 3 sitzen, sondern einfach, dass die hier einfach nebendran angelegt sind. Danach nehmt ihr dann auch einfach das oberste Blättchen weg. Ich habe jetzt auch gar nicht groß gemischt. Die Blättchen haben nicht so wahnsinnig viele Unterschiede. Also es gibt, glaube ich, 3 verschiedene pro Farbe, 3 oder 4 verschiedene höchstens, die sich dann immer wieder wiederholen. Und wir nehmen uns jetzt einfach, gehen jetzt einfach her und nehmen einfach
hier jeweils ein Plättchen und legen es hierher. Auch hier vollkommen egal, in welcher Reihenfolge, ob jetzt gelb zuerst, grün zuerst oder grau zuerst, das macht, spielt hier gar keine Rolle. So, und dann haben wir noch Spezialtechnologieplättchen. Das packen wir uns hier mal aus. Und das sind die hier. Hier ist es jetzt wirklich so, hier drehen wir die ganzen Plättchen um, mischen sie kurz, decken einfach vier Plättchen auf, legen die hier offen hin und die anderen Plättchen legen wir daneben. So, natürlich richtig rum. So. Und hier haben wir noch eins und legen das so hin. Gut, und die anderen Plättchen, wie gesagt, die legen wir verdeckt und gemischt einfach nebendran. Und ich lege die jetzt einfach mal hierher. So, was ich jetzt hier noch habe, ist das Spaceplan-Teil. Das kommt erst später zum Tragen. Und was ich hier noch habe, ist einfach mein Stadtspielermarker. Gut, das nächste, was ich habe, ist Auftragskarten. Auch die sortiere ich nach Farben. Und lege sie einfach mal oben an. So, das heißt, ich habe hier die Auftragskarten einmal in Gelb. Das sind Solo-Karten, die brauchen wir nicht. Dann habe ich hier Blau und habe hier Grün. Und die mische ich dann durch und lege sie einfach mal da oben hin. Und hier noch. So. Und dann habe ich hier noch Verwüsterkarten. Auch die lege ich erstmal einfach hin. Und jetzt gehe ich her und nehme eine von diesen Verwüsterkarten und decke sie auf. Und auf diesen Verwüsterkarten habt ihr hier, das zeige ich euch ganz kurz, ne, Mensch, habt ihr hier eine Zahl stehen. Ne, Moment, hier. Genau. Und diese Zahl zeigt an, wo die Verwüsterkarte auf dem Plan hinkommt. Und zwar kommt die Verwüsterkarte hier unten hin. So, das ist also die 6. Das heißt, es kommt an Aktion Nummer 6. Und gleichzeitig, wenn hier eine Verwüsterkarte hingelegt wird, müssen wir auch noch einen Schadensmarker hinlegen. Die Schadensmarker haben wir hier. Das sind Schadens- und Schrottmarker. Die lege ich jetzt auch einfach mal hierher. Beziehungsweise, ich habe da ja immer meine Schälchen. Das heißt, die lege ich hier in das Schälchen, lege das hierher. Ich kann das hier unten hinstellen. So, und lege hier einen Schadensmarker drauf. So, das Ganze wiederhole ich jetzt noch einmal. Das heißt, es kommen immer gleich zwei Verwüsterkarten rein. Hier habe ich die Nummer 4, also kommt diese Verwüsterkarte hierher. Und ich setze hier einen Schadensmarker rein. Ja, dann habe ich eigentlich den Plan hier schon komplett aufgebaut und komme jetzt zu meinem Spielerboard. Ich habe jetzt hier also mein Spielerboard und ich habe mir die blaue Farbe gewählt und ich nehme jetzt meine blauen Stadtteilchen hier raus und die lege ich einfach hier drauf. Das ist auch vollkommen egal, welches in welcher Reihe. Ihr seht hier einfach bei diesen Kästchen, dass die hier nochmal extra umrandet sind. Das sind die Kästchen, in die die Stadtplättchen kommen und dann lege ich die hier einfach hier rein und dann habe ich hier schon mal mein Spielerboard aufgebaut, beziehungsweise, was auch immer gleich dazu kommt, das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, sehe ich gerade. Hier kommt immer noch gleich einmal eine Ressource, ein Schrottmarker. Also wenn er hier liegt, sind Schrottmarker, wenn sie hier auf dem Spielbrett liegen, sind es Schadensmarker. Und es kommt dann noch mal ein Raumschiff dazu, ihr habt noch immer so kleine Schiffe, mit denen ihr dann fliegen könnt und die kommen hierher. So, das ist eigentlich schon der Aufbau für mein Spielerboard und dann kommen wir hier wieder zurück. Hier habe ich jetzt noch meine Roboter und habe hier noch meine Scheiben. Eine der Scheiben kommt hier auf die 5, das ist die Siegpunktleiste. Ich glaube, es heißt in dem Fall gar nicht mehr Siegpunkte, sondern anders, aber auch SP abgekürzt, also von daher sind Siegpunkte. Hier stelle ich 5 Roboter in den Pausenraum, das steht hier auch drauf. Und 3 meiner Roboter werden verteilt, und zwar in die einzelnen Bereiche der Würfel. So, das heißt,
in dem Moment darf ich mir einfach jedes von jedem Bereich einen Würfel nehmen, wenn ich dann dran bin. Dann habe ich hier noch ein Plättchen oder einen Marker. Den setze ich einfach in einen Spielbereich, der mir am nächsten ist. Den würde ich jetzt einfach hier hinsetzen. Und das ist dann nachher einfach mein Spielbereich, den ich habe. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe her und ziehe noch von jedem Stapel eine Auftragskarte. Und ich bekomme auch noch eine Verwüsterkarte. So, das ist sozusagen meine Starthand, wenn ich so möchte, wenn ich so will. Ich darf auch nur 6 Karten auf der Hand haben, also 6 Auftragskarten. Verwüsterkarten zählen nicht zum Limit. Ja, Ressourcen habe ich schon gegeben. Und dann kriegt natürlich der Startspieler noch den Startspielermarker. Und ihr seht ja, wie gesagt, habe ich gesagt, bei den Aktionen gibt es dann eben hier oben noch drauf, je nachdem, wenn ich dann zweiter Spieler bin, bekomme ich eben nochmal einen Schrottmarker. Hier komme ich in Schrottmarker und darf einen Würfel in einen sicheren Bereich legen. Und beim anderen, der darf, kriegt einen Schrottmarker, eine Ressource und darf auch noch einen Würfel in den sicheren Bereich legen. So, was ich jetzt noch mache, jetzt gehe ich noch her und würfel meine Würfel. Das heißt, ich habe, wie ihr seht, hier immer jeweils einen. Und das heißt, ich darf 3 Würfel werfen. Und die 3 Würfel, das ist schon mal ein richtig guter Wurf. Die 3 Würfel darf ich dann hier reinlegen. Das ist ja mein Spielbereich. Und mit den Würfeln spiele ich dann meine erste Runde nachher. Ihr könnt natürlich im Laufe der Zeit, werdet ihr mehr Roboter haben und könnt natürlich auch mehr Würfel nehmen. Das war eigentlich schon der Spielaufbau. Ich habe jetzt einen Spieler aufgebaut. Ich mache es jetzt dann noch fertig für 3 Spieler, sodass ich es natürlich bei den Regeln für 3 Spieler erklären kann. Und ja, ihr seht, Aufbau, eigentlich gar kein großes Ding. Ich muss die Dinger auslegen. Das ist wirklich so, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, dann müsst ihr hier wirklich über die Breite des Tisches spielen, weil das werdet ihr hier so zu... Es wird einfach nicht passen. Wenn wir morgen zu zweit spielen, schaue ich mal, ob wir es wirklich so rumspielen können, weil wir dann einfach die Möglichkeit haben, dann nebendran noch die Playerboards zu spielen. Dann seht ihr das einfach von der richtigen Seite und es ist nicht seitlich aufgenommen. Aber es ist, nimmt dann schon wirklich auch Platz auf dem Tisch weg, definitiv. Also zu viert ist das schon was, was den ganzen Tisch dann auch wirklich einnimmt. Ja. Dann hoffe ich, Spielaufbau war klar und es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dürft natürlich weiterhin gerne natürlich meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann einfach bei den Regeln wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.